Herzlich willkommen, liebe Zuseher, lieber Zuseher. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges Organ und ich habe einen lieben Gast eingeladen, meinen Kollegen Dr. Herbert Weitzer, ist sein Spezialfach. Wir hatten schon zwei Gespräche. Wenn du sie noch nicht gesehen hast, ich werde sie unterhalb von diesem Video verlinken. Und heute geht es um die Leber. Wäre schön, wenn die bei uns allen nur Leber wäre. In Wahrheit ist sie bei den meisten von uns eine Fettleber. Und wenn du dich fragst, warum soll ich mir dieses Video ansehen, dann kann ich dir nur sagen, lass dich überraschen. Du wirst am Ende wahrscheinlich umdenken und erkennen, oh, das betrifft mich wahrscheinlich auch. Herzlich willkommen, lieber Herbert. Ich freue mich. Danke, dass du dir Zeit Gut. nimmst. Danke für die Einladung. Ja, mein Lieber, du warst ja schon einmal großer Motivator vor 24 Jahren, und heuer, Anfang des Jahres, habe ich dich angerufen in meiner, ja, leichten Irritation über meine Blutfette, weil ich eigentlich dachte, ich ernähre mich ohnehin gesund und du hast mir erklärt, ich hätte nicht nur eine Fettleber, sondern eine Fettleberentzündung. Und das war ein Signalwort, das mich in Bewegung, nicht auch körperliche Bewegung, sondern wirklich in eine ganz große Veränderung katapultiert hat. Ich habe vom 4. bis 5. Jänner wirklich meine Ernährung total umgestellt. Und ja, es ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte, denn es hat sich relativ rasch gezeigt, das war richtig und ich bin dir enorm dankbar und ich würde mich sehr freuen, wenn einige unserer Zuseher und Zuseherinnen auch von diesem Video so profitieren wie ich von deiner, ja, von deinem Tipp. Und das war nicht natürlich nicht nur die Nahrungsumstellung, da war mehr, aber es war ganz, ganz wertvoll und das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Mein Lieber, warum ist die Leber so interessant? Nicht nur für mich, sondern für jeden und jede, die uns zusehen. Genau, also die Frage müssen wir ja beantworten. Warum zahlt sich das jetzt aus, dass man da bei uns zuschaut, zuhört? Also, liebe Zuhörerin, lieber Zuschauer, ich werde jetzt in den nächsten Minuten einmal versuchen, dieses Warum zu klären. Wenn du dir dieses Bild anschaust, wäre die Frage, ja, bei diesem Ausschnittsbild würde man glauben, dass vielleicht in so einem Bauch eine verfettete Leber stecken könnte. Naja, unter Umständen dann doch. Und wenn ich aber jetzt da ein bisschen rauszoome aus dem Bild, dann hat man ja hier den Eindruck, das handelt sich um ein Kind. Und dann könnte man sich die Frage stellen, naja, Kind übergewichtig, aber Kind wird doch keine Fettleber haben. Dann möchte ich dir das nächste Bild zeigen. Wenn du da diese Person siehst, dann ist die ja offensichtlich schlank. Und könnte man sich vorstellen, dass die Person vielleicht auch eine Fettleber hätte? Denkt man sich, naja, das kann ja gar nicht sein, die ist so schlank, die wird doch keine Fettleber haben. Und wenn wir uns da jetzt einmal die Zahlen ein bisschen herholen zum Thema Fettleber, und ich möchte es jetzt noch ein bisschen eingrenzen. Wir sprechen also jetzt da nicht von einer Fettleber, die durch einen übermäßigen Alkoholkonsum verursacht ist, sondern wir sprechen von der Fettleber, die jetzt ganz neuerdings den Ausdruck bekommen hat, metabolische Dysfunktion assoziierte Fettleber. Also da ist schon in diesem etwas sperrigen Namen der Hinweis darauf, da gibt es Leute, die haben ein Thema mit dem Stoffwechsel und wenn der Stoffwechsel das Problem hat, kommt es zur Fettleber. Nicht, weil die Unmengen von Alkohol zu sich nehmen. Und jetzt haben wir da die Daten und da in Violett oben, ich weiß jetzt nicht, ob wir da überlagern durch unser hübsches Konterfei, aber in Violett würde stehen, westliche Durchschnittsbevölkerung, falls man es nicht lesen kann, tatara, ich löse diese Frage auf, ein Drittel, jeder dritte Mensch, wenn man so westliche Durchschnittsbevölkerung nimmt, hat eine Fettleber. Wenn jetzt, so wie das in diesem Startbild war,
jemand übergewichtig ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man Fettleber hat, auf 70 bis 90%. Jetzt magst du vielleicht sagen, naja, ich bin aber nicht übergewichtig, was soll das? Das hat mit mir nichts zu tun. Und da ist es jetzt ganz wichtig zu wissen, es gibt hier einen Ausdruck, der lautet TOFI. Und TOFI steht für Thin Outside, also außen schlank, Fat Inside, innen vermehrte Fettansammlungen. Und wenn man sich das anschaut, das sind doch immerhin 7 bis 20% der schlanken Menschen. Und weil wir also da zuerst jetzt den Eindruck gehabt haben, diese übergewichtige Person, das könnte sogar ein Kind gewesen sein, ja. Leider ist es auch so, dass selbst bei Kindern, wenn die übergewichtig sind, in 30 bis 50% sogar Fettleber vorliegt. Also rein jetzt einmal von der statistischen Wahrscheinlichkeit mag es schon einmal eine gute Idee sein, da jetzt zu schauen, was ist da los. Weil ja, selbst wenn es einen nicht im Moment betrifft, aber man möchte eventuell auch präventiv etwas machen, dass man sagt, ja, das würde ich sicher nicht kriegen. Oder möglicherweise ist es auch so, dass man irgendjemand kennt, der da in diese Kategorie hineinfallen könnte und dem möchte man vielleicht helfen und dem möchte man diese Tipps und diese Ratschläge geben. Und das, was ich jetzt da in den Vordergrund rücken möchte, auch wenn wir von Fettleber sprechen und wir vielleicht auch irgendwo schon gehört haben, das kann dann an der Leber zu weiteren Problemen führen. Aber der wesentliche Punkt ist, dass wir durch eine Verfettung der Leber in erster Linie ein erhöhtes Risiko haben, dass wir Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen. In dem Fall sehen wir, wie der Mann sich da an die Brust greift. Offensichtlich hat er da Schmerzen. Möglicherweise hat er jetzt da eine Durchblutungsstörung an seinem Herzmuskel. Und wir sehen dann in diesem Bild daneben, dass auch dann, wenn die Leber verfettet ist, die Wahrscheinlichkeit, dass das Herz verfettet ist, das sieht man dann sogar, dass außen am Herz, dort wo die Herzkranzgefäße sind, sind vermehrte Fettauflagerungen, aber auch in den Herzkranzgefäßen sind also dann vermehrte Fetteinlagerungen und dann in weiterer Folge auch Arteriosklerose, also Gefäßverkalkungen. Wenn wir uns das jetzt anschauen, wir haben also auf der rechten Seite des Bildes das, was mit der Leber passieren kann, wenn sie überfordert ist, wenn sie stoffwechselmäßig sich sozusagen zu viel zumutet. Die gesunde Leber wird dann in erster Linie eben Fett einlagern. Das ist also dann die Fettleber. Und wenn das eine gewisse Intensität erreicht, dann kann durch diese Fetteinlagerung in der Leber es dazu kommen, dass dann diese Zellen, diese Leberzellen auch entzündlich verändert sind. Was passiert, wenn eine Entzündung über längere Zeit anhält? Dann kann es zu einer Vernarbung kommen und das ist also das, was wir dann auch als Leberfibrose bezeichnen und Gott sei Dank in selteneren Fällen, aber doch, und ich meine, wenn man das jetzt so statistisch sieht, ist das durchaus am Zunehmen. Das sind also dann die Fälle an Leberzirrhose, die aber eben nicht durch Alkoholkonsum hervorgerufen sind, sondern durch eben Stoffwechselprobleme. Und das ist das, was sich in der Leber abspielen kann, aber wie ich schon eingangs gesagt habe, viel wichtiger, weil häufiger sind die Probleme, die außerhalb von der Leber, nämlich im Organismus, an den Blutgefäßen stattfinden. Das ist jetzt nicht nur das Herz, sondern es kann genauso auch die Gehirngefäße oder die Gefäße im Beinbereich sein. Und weil ja ganz eng in Verbindung mit der Leber auch die Bauchspeicheldrüse ist, kommt es dann auch zu einer Verfettung der Bauchspeicheldrüse, zu einer Einschränkung oder Störung im Zuckerstoffwechsel mit unter Umständen der Folgeerscheinung der Entwicklung einer Zuckerkrankheit. Und
Das sind Themen, die kommen jetzt fast so wie eine Epidemie über uns. Also die Fettleber ist massiv am Zunehmen und das ganz Wesentliche, die Botschaft, die ich da anbringen will, es gibt kein Medikament, das uns jetzt Fett aus der Leber rausräumen kann. Man versucht es zwar intensiv und jedes Mal, wenn ich irgendwo bei einem einschlägigen Kongress bin, dann wird also da berichtet, was es da für Forschungen gibt, was da irgendwo in der Pipeline ist. Und wenn man am nächsten Tag, nächsten Jahr wieder den Kongress besucht, dann ist da Stillschweigen, weil sich das ganz einfach nicht gut dargestellt hat und nicht funktioniert hat. Das Letzte, was jetzt untersucht wurde, war, dass man also da einen Ansatz Punkt findet über die Schilddrüsenhormone. Wir wissen ja, die Schilddrüsenhormone regeln unseren Stoffwechsel. In den Studien ist aber dann rausgekommen, dass da gegenüber dem Placebo-Arm, also diesen Menschen, die in dieser Studie irgendwo etwas gekriegt haben, was zwar ausgeschaut hat wie ein Medikament, wo aber nichts drinnen war, und die haben sich dann genauso viel verändert wie die, die das Studienmedikament gekriegt haben. Also wesentliche Botschaft, es liegt an uns selber etwas zu tun, weil das Medikament, das da jetzt so einfach wäre, dass man es nur einwerfen muss und dann ist das Problem gelöst. Das gibt es nicht, das gibt es noch nicht, es wird intensiv daran geforscht, aber derzeit müssen wir uns selber darum kümmern. Und was ist jetzt so eine Fettleber? Bei einer Fettleber geht man davon aus, dass also mehr als 5% der Leberzellen mit Fetttröpfchen angeschopft sind. Und diese Fetttröpfchen in den Leberzellen, die behindern dann die Leber bei ihrer Funktion. Jetzt ist die Frage, ja, wie kann ich denn feststellen, ob ich denn das habe? Nun, die einfachste Diagnostik ist ein Leberultraschall und ich habe da jetzt nebeneinander zwei Bilder hingestellt. Auf der linken Seite sieht man eine Leber, die nicht verfettet ist und hier nehmen wir als Referenz, was den Grauwert der Leber anbelangt, den Grauwert, den wir aus dem Nierengewebe ableiten können. Und in dem linken Bild, da ist wenig Diskussion. Der Grauwert der Niere und der Grauwert der Leber, das schaut in etwa ähnlich aus. Hingegen beim rechten Bild, da fällt auf, dass dieser Grauwert des Nierengewebes viel dunkler ist als wie der Grauwert in der Leber. Und diese verstärkte Reflexion von diesem Ultraschall entsteht eben, wie gesagt, durch diese Fetttröpfchen. Dadurch leuchtet es dann im Ultraschall heller auf. Das ist also eine sehr einfache, sehr leicht verfügbare Methode, um sich das anzuschauen. Ja, ich muss da einräumen, dass das jetzt nicht schon bei 5% Leberverfettung positiv anzeigt, sondern man gibt an, so in etwa ab 30% sieht man es dann im Ultraschall. Das heißt also, hundertprozentig kann man sich nicht sicher sein, dass man keine Fettleber hat, nur wenn man einen normalen Leberultraschall hat. Und ich möchte auch gleich bei der Gelegenheit sagen, auch normale Blutwerte, also bei einer gescheiten Blutuntersuchung werden ja auch immer die Leberwerte mitbestimmt. Und wenn da jetzt dann rauskommt, ja, Leberwerte sind ganz in Ordnung, auch das ist kein Garant dafür, dass man keine Fettleber hat, sondern es ist also schon ein fortgeschrittenes Stadium einer Fettleber, wenn dann die Leberwerte auffällig sind. Aber auch da möchte ich mal was Positives auch wieder erzählen. Die Leber ist, wenn man sie sorgsam behandelt, Regenerationsweltmeisterin. Also die kann sich dann sehr gut, sehr rasch wieder bessern. Und da denke ich, werden wir dann auch noch drüber sprechen, was man denn da Gutes tun kann. Jetzt dieses Bild hier, Müdigkeit
ist der Schmerz der Leber, das soll darauf hindeuten, dass man auch nicht argumentieren kann, ja, ich spüre ja nichts, ich habe ja nichts im rechten Oberbauch, mir tut ja die Leber nicht weh, daher wird da alles in Ordnung sein. Das ist eben diese Situation bei der Leber, die Symptomatik der Leber, die ist sehr, sehr unspezifisch, weil, seien wir uns ehrlich, müde kann man bald einmal sein wegen irgendwas, aber eben auch, wenn der Stoffwechsel gestört ist, wenn die Leber ihre Funktion nicht zu 100% ausüben kann, weil sie halt durch Fetttröpfchen behindert wird, dann kann das zu einer Müdigkeit führen. Erst bei fortgeschrittenen Fällen spürt man dann vielleicht irgend so ein Druckgefühl, Völlegefühl, Kopfschmerzen sind eher selten. Und ja, ich kann mir natürlich dann schon ein bisschen eine Idee holen, ob ich da ein Thema habe, eben ganz einfach, indem ich mich auf die Badezimmerwaage stelle und schaue, ob da vielleicht eine etwas überhöhte Zahl aufscheint. Und es gibt ja mittlerweile auch solche Körperkompositionswaagen, und so in diesem Bild sieht man, da sind in dieser Wägeplatte vier Elektroden eingelassen und da wird dann so ein hochfrequenter Wechselstrom durch den Körper geschickt. Und was ist der Vorteil von dieser Messung, wenngleich sie eventuell bei einem einfachen Modell nicht so ganz hundertprozentig genau ist, aber doch einen gewissen Hinweis gibt, nämlich, dass nicht nur das Gewicht festgestellt wird, sondern auch die Körperzusammensetzung. Da kriegt man dann auch eine Information, wie viel Fettgewebe ist da und wie viel Muskelgewebe ist da. Und natürlich ist es so, wir haben mehrere Stellen in unserem Körper, wo wir Fett deponieren können. Das Fett, das im Unterhautbereich deponiert ist, im Unterhautfettgewebe, das ist also ein Fett, das ja manches Mal ästhetisch nicht wunderschön ist, aber stoffwechselmäßig relativ inaktiv und wenig anstellt. Wenn aber dieser Speicher im Unterhautgewebe schon voll ist, dann geht das Fett also in den Körper hinein. Innerhalb der Bauchdecke findet sich's, oder wie ich dann auch schon das Bild gezeigt habe, oben am Herz drauf. Und eben dann diese Form, wenn auch dieses Bauchfett innen drinnen schon voll aufgefüllt ist, dann haben wir die Situation, dass dieses Fett auch in die Leber geht. Man bezeichnet das dann als ektopes Fett, weil Fett hat eigentlich in der Leber nichts verloren und stört dort nur. Wir haben bei uns eine etwas aufwendigere Art und Weise, diese Körperzusammensetzung zu messen. Im Prinzip ist es genauso wieder eine Bioimpedanzanalyse, aber halt in dem Fall Großgerät von der Firma Secker, und wir sehen da meine Frau, wie sie draufsteht. Möchte aber gleich betonen, das, was ich jetzt im nächsten Bild zeige, sind nicht die Messwerte meiner Frau, sondern das ist also jetzt eine Messung von einer Person, die tatsächlich mit starkem Übergewicht zu mir gekommen ist, ganz verzweifelt, weil eben schon mehrere Versuche nicht geklappt haben, von dem Gewicht runterzukommen. Man hat sogar mit dieser ganz teuren Abnehmspritze versucht und das hat nicht wirklich was gebracht. Und bei dieser aufwendigen Messung sehen wir da jetzt einerseits, dass also die prozentuelle Körperfettmasse mit 41,9% sehr, sehr hoch ist. Das ist da im roten Bereich ganz rechts angesiedelt. Aber noch viel wichtiger ist, wir haben da auch noch diese Angabe dieses viszeralen Fetts, und das ist eben ein starker Risikoparameter. Und da sehen wir, 7,6 Liter ist da an Fett innen herum um die Gedärme, um die Eingeweide herum gewickelt. Und das wird also da auch als sehr hoch in diesem roten Bereich dargestellt. Und diese Person hat dann auch noch zusätzlich das Pech, dass sie nicht nur viel Fettgewebe hat, sondern auch leider ganz wenig Muskulatur.
Das wird da so in Perzentilen angegeben und wir haben da die sechste Perzentile. Also da gibt es, wenn man Personen mit gleichem Alter und gleichem Body Mass Index nimmt, statistisch gesehen, wenn da 100 nebeneinander stehen würden, wären nur 5 noch schwächer ausgestattet mit Muskulatur. Die Muskulatur, die brauchen wir aber natürlich, dass wir Energie verheizen und das Verheizen der Energie, das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir das Fett aus der Leber wieder rausräumen wollen. Ganz spannend. Ich bin ja froh, dass du meine Werte nicht gezeigt hast. Die wären aber nicht ganz so schlimm gewesen. Die hätten aber doch deutlich besser ausgeschaut als wie das, was Das ich hoffe ich hergestellt doch. habe. Mein Lieber, ich finde das so spannend, weil für mich ist immer so wichtig, Dinge zu verstehen. Und ich hoffe, für unsere Zuseher und Zuseherinnen auch. Wenn ich etwas verstanden habe, kann ich es umsetzen. Und das liebe ich an deinen Erklärungen. Und ich möchte noch einmal betonen, die Müdigkeit, weil du es zweimal angesprochen hast, bei der schlanken jungen Frau und bei dem Hund mit Krawatte. Müdigkeit ist das Symptom der Leber, dass es ihr nicht gut geht. Und Müdigkeit ist allgemein jetzt ein ganz wichtiges Symptom. Und ich habe dir erzählt, ich habe so eine Videoserie zu den Aufstiegssymptomen gemacht und da ist Müdigkeit ein ganz wichtiges Symptom und ich kenne also kaum mehr jemanden, der jetzt nicht müde ist. Und das mag nicht immer an einer Fettleber liegen, aber es mag oft daran liegen. Und Aufstieg hin, Aufstieg her, also mit einer gesunden Leber tun wir uns leichter bei allem. Warum nimmt das derzeit so zu? Warum ist die Fettleber fast eine Volkskrankheit? Das ist ja wirklich so, dass, also gut, also ich lebe natürlich sehr bewusst, weil mich das auch betroffen hat, betrifft noch ein bisschen. Aber ich kenne also kaum jemanden, bei dem ich nicht davon ausgehen kann, dass er oder sie eine Fettleber hat. Ja? Weil, so wie du richtig gesagt hast, auch bei normalen Leberwerten ist es ja gar nicht so selten. Also Genau, also vielleicht, dass ich das noch kurz nachhole, weil man da diese Dame gesehen hat, die da anscheinend einen Schreibtischjob hat und die schlank war. Wir haben gesehen, es war da ein Glas Wasser ist am Tisch gestanden, aber daneben ist auch noch der Kaffee gestanden. Also wir können vielleicht mutmaßen, dass diese Person unter einem erheblichen Zeitdruck steht, dass die viel Stress hat, dass die unter Umständen auch gar nicht so recht sich die Zeit nimmt für eine bewusste Ernährung. Und also, wenn die Dame schlank ist, aber doch unter einem ständig erhöhten Stresspegel steht, eventuell dann, weil sie immer viel Druck hat und wenig Zeit hat, dass sich das auch noch von ihrem Schlaf wegzwickt, also auch noch einen Schlafmangel hat. Das ist also das Erklärungsbild, warum so eine schlanke Person zu einer Fettleber kommt. Aber jetzt wollen wir da mal schauen, was könnte denn da so los sein. Und das, was also hauptsächlich angeschuldigt wird, obwohl es eigentlich Fettleber heißt, und jetzt hätte man dann denken, ja, die Leute, die essen zu fett. Nein, das, was man gefunden hat, ist, dass es also der Fruchtzucker in flüssiger Form ist. Die Fructose, die also da jetzt wirklich maßgeblich beteiligt ist. Und wo findet man so Fruchtzucker in flüssiger Form? Das sind also da diese diversen Erfrischungsgetränke, um da jetzt also keine Werbung zu machen, habe ich extra ein Bild gesucht, wo also keine Etiketten zu sehen sind. Was höre ich dann oft, wenn ich sage, ja, also diese Erfrischungsgetränke, diese Zuckerkracher und die sind da schuld dran, dann sagen die Leute, ja, sowas trinke ich doch überhaupt nicht. Ne? Möglicherweise trinkt man dann so etwas, was ja irgendwie so das Image hat, das ist was Gesundes, da sind Vitamine drinnen und das schmeckt ja auch ganz super toll. Aber wenn man sich überlegt, bei diesem Glas Orangensaft sind daneben
eine ganze Orange und dann einen aufgeschnitten. Aber in so einem Liter Orangensaft, da sind ja, ich weiß nicht, 8, 9, 10 Orangen hineingepresst. Und tatsächlich hat sich herausgestellt, wurscht, ob das jetzt Orangensaft, Apfelsaft oder sonst irgendein guter Fruchtsaft ist, da ist genauso viel Zucker drinnen, als wie in irgendeinem industriell hergestellten Erfrischungsgetränk. Also leider, auch das ist nicht so dann die ganz gute Idee. Und also um das jetzt gleich abzuspeichern, energiefreie oder energiearme Getränke, das wäre irgendwo so das Motto. Und ja, wir sprechen also immer von der nicht alkoholischen Fettleber, aber im wahren Leben ist es ja dann so, dass also die alkoholische Fettleber dadurch definiert ist, dass da halt deutlich erhöhte Alkoholmengen zu sich genommen werden. Aber so der Durchschnittsösterreicher, der mag halt immer so ein bisschen einen Alkohol trinken. Und da zeigt sich, wenn es dann gelingt, und das ist nicht immer einfach, zum Beispiel das Bier ganz wegzulassen, dass da auch ganz leicht dann die Kilos purzeln. Also auch dieses Getränk mag recht hochkalorisch sein, auch wenn das mancherorts dann auch für seine Elektrolyte gelobt wird. Also das, worum es geht, ist den Zuckerkonsum zu reduzieren. Und das ist also die Aufgabe, und das ist aber auch irgendwo die Erklärung, warum wir eben so leicht eine Fettleber bekommen, weil halt oft einmal Zucker sehr versteckt in unseren Nahrungsmitteln ist. Aber selbst dort, wo wir eigentlich eh schon wissen, das ist nicht so ganz gesund. Wenn man da zu seinem Lokal geht, wo ein großes gelbes M drauf ist, das kennen wir schon, das wissen wir schon, sagen wir eh klar. Aber da gibt es dann natürlich auch noch andere Kombinationen aus Fett und Kohlenhydraten, und das wollen wir uns gönnen und spricht da gar nichts dagegen, wenn wir das hier und da mit Genuss tun. Also da ist immer die Aussage, die Menge macht das Gift. Da sind wir aber jetzt schon bei Bereichen, wo man sagt, naja, was das auch, weil das ist doch eigentlich das, was wir so routinemäßig zu uns nehmen. Also die Backwaren links oben, das Brot oder eben die Beilagen, die Nudeln, der Reis. Und an das haben wir uns irgendwo gewöhnt. Aber wenn es darum geht, das Fett in der Leber zu reduzieren, ist es eine gute Idee, die Kohlenhydrate etwas zurückzuschrauben und hier natürlich vor allen Dingen die schnell aufschließbaren Kohlenhydrate, wie es also dann in Reis, in Nudeln, in Kartoffeln ist. Es gibt da einen Trick, das ist diese sogenannte resistente Stärke. Also das heißt, wenn man jetzt einen Reis zubereitet, wenn man Kartoffeln zubereitet und wenn man die dann ausgehen lässt, über Nacht im Kühlschrank drinnen hat und sie am nächsten Tag wieder aufwärmt, dann hat sich diese Stärke verändert und ist dann für unseren Darm nicht so gut resorbierbar und ist dann sogar eher eine gute Nährungsquelle für unser Mikrobiom. Also, wenn man sagt, ich hätte es aber so gern, dann vielleicht Umwandlung in eine resistente Stärke. Und das, was ich hier zeigen möchte, ist eine Klassifizierung der Nahrungsmittel, diese sogenannte NOVA-Klassifizierung. Hier werden 4 Kategorien angeführt und hier mutmaßt man, dass also diese Kategorie 4, das ist also das ganz Entscheidende, was uns in unserem Ernährungsverhalten so stark beeinflusst. Das sind also diese ultraverarbeiteten Lebensmittel. Das sind Lebensmittel, die industriell zubereitet werden, wo, wenn man sich das dann anschaut, das muss billig sein in der Produktion, das muss gut haltbar sein in der Produktion. Und das muss
hypergustatorisch sein. Das heißt, es muss besonders gut, besonders intensiv schmecken, damit es also sofort dann einen Reiz für unser Belohnungszentrum darstellt. Wie schaffen die das? Die basteln da modifizierte Zucker, modifizierte Fette hinein, die uns also dann so richtig an den Suchthaken nehmen. Und da gibt es eine ganz interessante Studie, die möchte ich ganz kurz berichten. Da hat man Ratten genommen. Und diese Ratten, die waren sogar schon gewöhnt an den Konsum von Heroin und Kokain. Was hat man diesen Ratten jetzt als dritte Alternative angeboten? Oro-Kekse. Und siehe da, die Ratten haben, obwohl sie Heroin und Kokain gekannt haben, aber die haben sie auf die Oro-Kekse gestürzt und haben die also aufgefressen. Und man hat es dann auch untersucht, was sich da in diesem Belohnungszentrum abspielt. Und man sieht, dass also diese hochraffinerierten Produkte, diese industriell hergestellten Produkte tatsächlich so stark andocken an unseren Belohnungszentren wie Suchtgift. Und wir sehen also, ich möchte es nur ganz kurz auflisten, diese Kategorie 1, das sind also die frischen Lebensmittel, das ist das Obst, das Gemüse, da gibt es also keine Nahrungsmittelangaben hinten drauf. Das ist etwas, was also offensichtlich von der Industrie nicht weiter verarbeitet ist. Und dann kommt die Kategorie 2, das sind leicht verarbeitete Lebensmittel. Und da finde ich jetzt eines interessant. In dieser Kategorie 2 findet man auch wieder den Zucker, den ich jetzt gerade so verteufelt habe. Aber was ist damit gemeint? Wie ist das zu verstehen? Nun, man wird jetzt, wenn man, ich weiß nicht, ein Sackerl Würfelzucker hat, das wird man jetzt nicht in großen Mengen so auf einen Sitz wegessen oder den Kristallzucker aus der Packung so rauslöffeln. Da haben wir sehr bald das Gefühl, es reicht, ich will nicht mehr. Nur dann, wenn das hochverarbeitet ist und ich das so gar nicht so richtig mitkriege, was da drinnen ist, dann ist es überhaupt kein Problem, dass man auch riesige Zuckermengen zu sich nimmt. Die Kategorie 3, das sind also dann verarbeitete Lebensmittel, die halt in irgendeiner Form haltbar gemacht wurden, irgendwelche Konserven, irgendwelche Kompotte. Und wie gesagt, die Kategorie 4, das wäre eigentlich die Kategorie, die man wirklich auf alle Fälle meiden sollte. Und das, wo man sich hauptsächlich bedienen sollte, ist jetzt nicht schwer zu erraten, wäre also die Kategorie 1 dieser Nova-Klassifizierung. Das ist eine Klassifizierung und ich räume natürlich auch ein, dass es da auch Kritikpunkte gibt, aber ich denke, als Anhaltspunkt ist das ein wirklich, wirklich taugliches Instrument. Und so schaut es dann aus, wenn also solche Lebensmittel industriell hergestellt werden. Das sind dann so große Maschinenabfüllanlagen und da steht dann vielleicht, gebe jetzt als Beispiel diese Fruchtjoghurt, dann steht vielleicht Himbeerjoghurt de facto, sind da aber Sägespäne drinnen, Aromastoffe, aber sicherlich keine Himbeeren. Und also diese weiterverarbeiteten roten Fleischprodukte, von denen wissen wir ja auch, dass sie durch die Inhaltsstoffe auch tatsächlich krebserregend sind. Und das sind also Dinge, da sollte man einen großen Bogen drum machen. Und man sollte sich also immer vorstellen, wenn man so einen Zettel liest, der an der Hinterseite der Verpackung um ist, hätte ich diese Dinge, die da beschrieben sind, was da alles drinnen ist, dann meistens im Kleingedruckten, hätte ich das auch so zu Hause in meinem Regal oder sind da irgendwelche Ausdrücke, die ich überhaupt nicht verstehe, die ich gar nicht irgendwo zuordnen kann. Auch das ist ein Trick der Lebensmittelindustrie, dass die halt da Namen verwenden, die ich dann nicht kenne und dann komme ich gar nicht drauf, dass das eigentlich eh
Zucker ist, zum Beispiel, was da drinnen ist, oder halt irgendein Palmöl oder sonst irgendein billiges Material als Füllmaterial. Ja, das ist eine große Lebensumstellung. Ja? Also ich denke, das klingt alles plausibel, aber wenn man jetzt, und ich habe also keinen Alkohol getrunken, ich habe mich natürlich ertappt bei den Orangensäften, weil ich habe so im Tag ungefähr 1 Liter Orangensaft getrunken. Ich habe vor allem sehr viel Obst gegessen, weil ich als Kind, ja, Nachkriegskind, war klar, Obst ist gesund, ist ganz wichtig. Und jetzt gibt es Obst im Übermaß. Und ich habe also, ja, 1 Kilo Mandarinen, 1 Kilo Weintrauben auf einen Sitz locker gegessen und damit meine Leber nicht gerade verwöhnt. Aber die Umstellung, also von vor allem Kohlenhydrat, lastiger Ernährung, also auch diese ganzen Beilagen, auf das, was ich jetzt zu mir nehme, war eine große Umstellung und ich habe es gebraucht, weil ich habe so also offensichtlich deinen Hinweis gebraucht. Ja? Also nicht nur Fettleber, sondern Fettleberentzündung, weil das war so wirklich ein ganz wichtiges Signalwort. Warum heißt die Leber auch, und mir gefällt der Ausdruck, Mutter der Organe oder auch König oder Königin des Stoffwechsels? Klingt ja recht spannend. Ja, also das klingt ja fast schon poetisch. Und wenn man sich also das so vorstellt, die Leber üblicherweise ist die ja, verhält sich die so ruhig, ne? Die ist da so im rechten Oberbauch. Gibt es so andere Organsysteme, ne? Wie die Lunge, die bewegt sich dauernd und da hört man, wie die Luft raus und reingeht und das Herz und das pumpt und das tut und das macht, ne? Aber wenn man sich das also überlegt, die könnten alle nicht, wenn sie nicht die Energie von der Leber geliefert bekämen. Und also ich finde auch ganz, ganz faszinierend, es gibt für all diese Organsysteme, die ich jetzt genannt habe, also das Herz, die Lunge oder zum Beispiel wissen wir auch ganz gut von der Niere, gibt es Maschinen, die kann ich, wenn dieses Organsystem erkrankt ist, neben dem Patienten hinstellen und das übernimmt die Funktion dieses Organsystems. Und ich denke, es ist interessant zu wissen, es gibt keine künstliche Leber. Also wenn die Leber echt ihren Dienst aufgegeben hat, ich meine, so ganz akut von einem Tag auf den anderen macht sie das ja im Wesentlichen hauptsächlich nur durch massive Vergiftungen. Ansonsten ist das ja doch meist ein Prozess, der schleichend über viele, viele Jahre hinweg geht. Aber die einzige Art und Weise, eine Leber, die ihre Funktion aufgegeben hat, zu ersetzen, ist durch eine Lebertransplantation. Ich habe aber kein Bridging, bis also dieses Transplantat dann geeignet da ist. Und das ist also, finde ich, auch etwas ganz Besonderes und etwas ganz Spezielles, wenn wir da von der Leber sprechen. Und ich habe mir gedacht, ein bisschen darf ich schon so ausholen, wie denn so eine Leber funktioniert und was da so das ganz Eigenartige an dieser Leber ist und wodurch sie sich auszeichnet. Und ich habe da jetzt einmal so in diesem, was ist das, orange-braun eingezeichnet, diesen großen Pfeil. Das soll symbolisieren, dass alles, was wir durch unser Verdauungssystem aufnehmen, alle Nährstoffe, die durch unsere Darmwand durch in ein spezielles Blutgefäßsystem, nämlich das Blutgefäßsystem rund um die Gedärme, da in den Körper aufgenommen wird, wird über das sogenannte Pfortadersystem zunächst einmal zur Leber gebracht. Also alles, was wir aufnehmen, alles, was wir resorbieren, muss durch die Leber durch. Das heißt, das ist so eine Strecke in die Leber hinein.
Und dann gibt es auch eine Ausscheidung von der Leber, Gallenflüssigkeit. Diese Gallenflüssigkeit, die kann ja so noch vorhanden als Depot in die Gallenblase ein bisschen geleckt werden, bis dann die erste Nahrung mit ein bisschen einem Fettgehalt kommt. Dann zieht sich die Gallenblase zusammen und diese Gallenflüssigkeit wird dann in den Zwölffingerdarm geschickt, um dort bei der Fettverdauung behilflich zu sein. Das ist das, was die Leber an Galle sezerniert, in den Darm wiederum. Aber ganz wesentlicher Bestandteil entsteht natürlich in ihrer Funktion dadurch, dass sie an den Blutkreislauf, an den systemischen Blutkreislauf angekoppelt ist. Also da ziehen Gefäße in die Leber hinein, die die Leber eben auch ernähren, weil die Leber braucht ja Energie für diese viele Arbeit, die sie leistet. Aber natürlich dann Blutgefäße, die aus der Leber wieder rausgehen und diese ganzen Stoffe, die eben von der Leber produziert werden, dann dem Körper zur Verfügung stellen. Und wenn wir uns da jetzt so ein bisschen in einer groben Vereinfachung uns anschauen, was die Leber denn da eigentlich so für uns leistet tagtäglich, dann macht die mit diesen Stoffen, die also da durch dieses genannte Pfortadersystem in die Leber hineinkommen, grob gesprochen einmal drei Dinge. Die untersucht das, ob das etwas Taugliches ist oder ob das etwas Giftiges ist. Und wir sehen rechts oben diese Giftflaschen. Also wenn die Leber dann sagt, ja, das ist für den Körper nicht geeignet, dann versucht die Leber, das möglichst schnell wieder loszuwerden. Und sie hat zwei Möglichkeiten, wie sie das schafft. Die eine Möglichkeit ist, dass es mit der Gallenflüssigkeit wieder in den Darm hinausschickt. Und die andere Möglichkeit ist, dass diese Substanz in eine wasserlösliche Form übergeführt wird, über den Blutkreislauf zur Niere gebracht wird und dann von der Niere ausgeschieden wird. Wenn aber die Leber feststellt, das, was da daherkommt, ist eigentlich ganz nützlich, dann hat es wiederum eine Entscheidung in zwei Richtungen zu fällen. Ist das jetzt etwas, was ich im Moment brauchen kann, wo ich weitere Dinge daraus produziere, also Eiweißstoffe produziere oder zum Beispiel auch, wissen wir, die Leber hat eine ganz, ganz wichtige Funktion in der Blutgerinnung, Gerinnungsfaktoren bilde. Oder ist das jetzt etwas, was die Leber quasi auf Lager legt? Und da haben wir ja schon besprochen, diese unterschiedlichen Lagerstätten, die es da gibt, Unterhautfettgewebe, viszerales Fett und im schlimmsten Fall eben dann Fetteinlagerungen in der Leber direkt. Und da eine Funktion, die ich auch noch betonen möchte, was eben die Leber mit ihrer Syntheseleistung macht, dass sie ganz, ganz fein ständig 24 Stunden nonstop unseren Blutzuckerspiegel reguliert. Und wenn die also gut drauf ist, die Leber, dann kann sie das perfekt. Zusätzlich hat sie auch bei den anderen beiden Makronährstoffen, also bei den Kohlenhydraten, plötzlich bei den Fetten und bei den Proteinen, ganz wichtige Funktionen, um das also immer in einem ausreichenden Maß zur Verfügung zu stellen. Und das berechtigt sozusagen, dass man dann wirklich die Leber als Mutter der Organe bezeichnen kann. Also so wie eine Mutter, die da so im Hintergrund sich darum sorgt, dass alle zufrieden sind, dass es allen gut geht, dass alle ausreichend versorgt sind. So kümmert sich also auch die Leber um die Organe und die Königin des Stoffwechsels, weil eben in der Leber finden all diese Prozesse statt, damit immer genug Energie da ist und das Energiemanagement optimal funktioniert. Finde ich auch ganz interessant, diese große Bedeutung, die in der traditionellen chinesischen Medizin der Leber zugeordnet wird. Und da geht es ja dann um das Qi, um die Energie, um den Energiefluss. Und
Da wird ja auch immer diese Verbindung dann zur emotionellen Situation getroffen. Also wenn dieser G-Fluss gestört ist, dass also dann das Auswirkungen hat, dass diese Leute wütend sind, dass die ärgerlich sind. Und da gibt es ja diverse Ausdrücke auch im Deutschsprachigen, dass jemand laus über die Leber gelaufen ist oder irgendwas in dieser Richtung. Wir wissen auch, dass tatsächlich Menschen, die eine chronische Lebererkrankung haben, zum Beispiel durch eine chronische Hepatitis, dass die auch sehr wohl in ihrer psychischen Situation dann verändert sind. Also das finde ich ganz interessant, diese Parallelitäten zwischen der westlichen Medizin und zum Beispiel der traditionellen chinesischen Medizin. Und ja, das war so ein kurzer Abriss, warum man davon sprechen kann, dass diese Leber solche poetischen Bezeichnungen auf sich vereint. Ja, also diese psychische Wirkung dürfte ja auch bei einer schon beginnenden Fettleber sein, wenn Müdigkeit schon ein Symptom ist, dann ist die psychische Bedeutung der Leber natürlich gleich gegeben. Ja? Also eine gesunde Leber hilft auch bei einer gesunden Psyche, würde ich meinen. Ja? Absolut, Jetzt haben absolut. wir viel gehört, wie wichtig die Leber ist, was wir alles tun, damit wir die Leber ja belasten, wir nicht so Gutes tun. Was können wir jetzt tun, um der Leber zu helfen, sich selbst zu heilen? Weil du hast ja gesagt, sie ist Meisterin der Regeneration. Also glaube ich, wenn ich mich erinnere, das regenerationsfähigste Organ überhaupt. Gott sei Dank. Und ja, ich durfte das wirklich am eigenen Leib erleben, weil es ist relativ rasch gegangen. Was dürfen wir da tun? Also was würdest du unseren Zuseherinnen und Zuseherinnen, die jetzt sagen, ah, ich bin unheimlich müde eigentlich, weiß eigentlich gar nicht warum. Ja, ich habe Stress, aber ich bin schon besonders müde. Also das Erste, was ich sagen würde, ist einmal einen Blutbefund machen. Ja. Also, aber das ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Beim Blutbefund möchte ich aber auch darauf hinweisen, wir haben also da diese Leberwerte, die natürlich erhöht sein können, aber wir haben ja jetzt schon gelernt, ein ganz, ganz wesentlicher Teil an der Leberfunktion, aber auch an der gestörten Leberfunktion spielt sich im Zuckerstoffwechsel ab. Und darum mag es auch eine ganz gute Idee sein, sich da einmal anzuschauen, wie viel Insulin muss die Bauchspeicheldrüse produzieren, um den Zuckerstoffwechsel einigermaßen konstant zu halten. Und es gibt da einen Parameter, der heißt HOMA-Index, und der zeigt eigentlich so etwas als Frühwarnsymptom auf, wenn es da irgendwo ein Thema im Zuckerstoffwechsel gibt. Wir wissen das ja aus Untersuchungen, dass Menschen, die eine Zuckerkrankheit, einen Diabetes mellitus entwickeln, schon 10, 15 Jahre davor ein Thema, ein Problem im Stoffwechsel haben. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache, wenn ich da schon ein bisschen vorab einen Hinweis kriege, du pass auf, da ist ein Thema und schau dir an, ob du das beeinflussen kannst und ob du das beeinflussen möchtest. Also dieser HOMA-Index, der ist also wesentlich besser in dem Zusammenhang als wie zum Beispiel der Langzeitblutzucker, der ja auch vielleicht bekannt ist, dieser HbA1c-Wert oder eben überhaupt die Messung des nüchternen Blutzuckers. Ist es Und diese Insulinresistenz, diese absolut, bekannte, weil das ist ja absolut. etwas, was auch offensichtlich zunimmt, ja? Und was aber natürlich Hand in Hand geht mit dieser Fetteinlagerung, mit der Leberverfettung, und das ist ja auch dann irgendwo das Thema, wenn man da schon einige Schritte sich weiterentwickelt hat in diesem ganzen Kontinuum, dann hat man die
Insulinresistenz, aber man hat dann auch ein Thema im Bereich dieser Hormonsysteme, die für den Sättigungsmechanismus und für den Hungermechanismus zuständig sind. Da gibt es also diese zwei Hormone, Leptin und Ghrelin. Dieses Leptin-Hormon, das sollte uns eigentlich signalisieren, dass wir jetzt genug gegessen haben, dass wir satt sind. Und genauso wie es eine Insulinresistenz gibt, geht dann oft Hand in Hand damit einher eine Leptinresistenz. Das heißt, dieses Signal, dass wir jetzt eigentlich satt wären und gar nicht mehr weiter essen müssten, kommt dann im Gehirn nicht so gut an. Und das ist halt dann leider auch ein Mechanismus, wie wir dann etwas zu viel Kalorien zu uns aufnehmen. Ne? Ja, wenn wir da jetzt weiterschauen, ich habe da mal, heutzutage gibt es ja ChatGPT und DALL-E, und da habe ich gesagt, ich möchte jetzt einmal ein Bild haben, wenn man sich die Leber als Maschine vorstellt, und es gibt drei Stellräder, wie man die Leber beeinflussen kann. Und dann hat also die künstliche Intelligenz dieses Bild da produziert mit diesen drei Stellrädern da oben. Und was sind diese drei Stellräder? Das eine Stellrad ist die Ernährung. Das nächste Stellrad ist die Bewegung. Dann gibt es hier noch einen Ausdruck, der da auftaucht, der wird im Englischen abgekürzt als NEAT. Das ist Non-Exercise, Associated Thermogenesis, zu gut Deutsch, Alltagsbewegungen. Jetzt ist es also tatsächlich so, dass gerade auch diese Alltagsbewegungen ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist, wo man also gut und gern einmal so, ja, 500, 800 Kalorien Tag für Tag mehr oder weniger verbrauchen kann, je nachdem, wie viel man sitzt oder wie viel man im Alltagsleben körperlich tätig ist und unterwegs ist. Und natürlich, wenn wir sagen Ernährung, dann gibt es also diesen Slogan Food First, und möchte also darauf hinweisen, wir haben uns ja zu diesen Themen Ernährung und Bewegung schon unterhalten können, und eventuell, wenn man da noch einmal nachschauen möchte, wäre das eine ganz gute Gelegenheit. Und das mag so ein Bild sein, wie es eben so eine mediterrane Ernährung darstellen kann. Und wenn man aber dann sagt, okay, ja, habe ich verstanden, ich muss also da die Beilagen etwas reduzieren, man könnte es so in einem Tellermodell nehmen, dass, wenn ich mir so einen Teller vorstelle, dass ich sage, die Hälfte vom Teller ist mit pflanzenbetonter Ernährung gefüllt, mit Gemüse. Also jetzt nicht gerade unbedingt, haben wir schon gesagt, die stärkehaltigen Gemüse wie Kartoffel, die soll man da draußen lassen, aber vielleicht das grüne oder das bunte Gemüse. Dann ein Viertel vom Teller, das wäre dann Eiweiß, und das nächste Viertel, das wären halt dann Kohlenhydrate in einer Form, wie ich es vielleicht etwas langsamer aufschließen kann, also irgendwelche Vollkornprodukte zum Beispiel. Und da habe ich dann im Hinterkopf, Kohlenhydrate muss ich mir immer verdienen. Die muss ich mir durch Bewegung verdienen. Nun, wenn ich aber jetzt ausgeprägte Fettleber habe und ich möchte haben, dass da rasch was weitergeht, dann haben Studien gezeigt, und ich habe da also eine Studie aufgelistet aus dem Jahr 2022, dass also die Zufuhr von Protein der Leberentfettung sehr hilfreich sein kann. Und hier hat sich herausgestellt, dass es also vor allen Dingen das Whey-Protein, das Molkeprotein ist, das da eine günstige Auswirkung hat.
Und da mag es durchaus sein, dass man sich halt dann, so wie diese Dame hier, mit so einem Eiweißpulver einmal behilft. Und da gibt es ja im deutschsprachigen Bereich diesen Dr. Worm, der mit dieser Fettleberkur ganz berühmt geworden ist. Der hat sich dann zusammengetan mit seiner Firma, die solche Produkte herstellt. Und die verkaufen das jetzt natürlich sehr gut, aber es muss nicht unbedingt dieses Produkt sein. Und da hat sich zum Beispiel ganz gut herausgestellt, wenn es gelingt, wenn ich da Vorstellung habe, drei Hauptmahlzeiten und ich ersetze vielleicht eine Hauptmahlzeit durch so einen Eiweißshake, dann ist das vielleicht nicht immer der kulinarische Höhepunkt des Tages, aber es hat eine ganz gute Wirkung in der Fettreduktion und letztendlich ist es die Gewichtsreduktion. Weil auch wenn in dieser Studie hier gezeigt wurde, dass das Whey-Protein so hilfreich ist und eben diese Low-Carb-Ernährung so hilfreich ist, das, was schlüssig in allen Studien, in allen Guidelines drinnen ist, man braucht die Kalorienreduktion, man braucht die Gewichtsreduktion. Und in dem Moment, wo es gelingt, eine Gewichtsreduktion von 10% zu erreichen, in dem Moment hat man auch eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit, dass es damit der Leber deutlich besser geht. Und da haben wir jetzt noch diesen Hinweis auf diese moderne technologische Möglichkeit der kontinuierlichen Glukosemessung. Es gibt da diese Sensoren, das sind da so kleine weiße Wimmeln, die man sich am Oberarm hinten drauf klebt. Die messen dann kontinuierlich den Zucker und wir sehen da in diesem Bild, wie das dann ausschaut. Wir haben dann so eine Tageskurve und in diesem Bild sehen wir, dass da offensichtlich der Zucker mal bei 170 rum war. Das ist dann schon deutlich erhöht und dieser grüne Bereich, in dem Beispiel ist es dann bis 150 angegeben. Und die Idee ist, Ziel wäre, diese Zuckertageskurve möglichst flach zu halten, möglichst selten so eine Spitze nach oben zu haben. Warum? Weil immer dann, wenn eine Zuckerspitze nach oben geht, geht automatisch auch das Insulin nach oben und das Insulin ist ein Energiespeicherhormon. Das Insulin sorgt sich sofort dafür, dass die Energie, die reinkommt, irgendwo im Fett deponiert wird. Und das haben wir ja schon gesagt, wann die ganzen Fettdepots schon besetzt sind. Was bleibt der armen Leber über, dass sie das dann übernimmt und sich dann das Fett selber auflädt? Und natürlich ist auch die Bewegung ein wesentlicher Punkt. Und wie gesagt, wir haben da diese zwei Möglichkeiten. Entweder richtiges körperliches Training, da haben wir meine Frau dargestellt, wie sie also da symbolisieren soll, so ein Home-Based Fitness Training, wo ich also mit relativ wenig Geräten auskomme, kein Fitnessstudio braucht, zu Hause was machen kann. Und wir haben eben gesprochen, diese Alltagsbewegungen, wie wichtig die sind. Und eine Sache, die sich also auch gezeigt hat, dass es unter Umständen auch sehr, sehr nützlich sein kann, dass man tagsüber so ein, zwei, drei Minuten einmal heftige Bewegung macht. Also gar nicht so richtig eine Trainingseinheit, sondern nur einmal aufsteht und sich einmal irgendwie schneller bewegt. Soviel ich weiß, du hast so ein Mini-Trampolin zu Hause, was ja auch dann ganz gut geeignet ist, wenn man da mal kurz in Bewegung kommen möchte. Ich habe nicht nur ein Mini-Trampolin, ich habe auch einen Stepper, ein Cross-Trainer und ich habe jetzt den Hula-Hoop-Reifen wieder aktiviert. Also es gibt viele verschiedene Dinge und das ist wahrscheinlich wichtig. Also wenn Mann, Frau Abwechslung mag, dann sollten wir ein paar so Dinge daheim haben, dass es auch wirklich Freude macht, ja. Also das ist etwas und vor allem, also so Alltagsbewegungen, ich denke an Stiegen steigen. Sowohl, was ich, wenn man in die U-Bahn runter oder rauf geht, aber auch daheim, ja. Also es gibt so viele Möglichkeiten oder einfach mehr zu Fuß zu gehen, ja.
Also mal auch das Auto zu lassen oder eben zur Arbeit mit dem Fahrrad zu fahren oder eben zu Fuß zu gehen. Es gibt viele Möglichkeiten, mehr solche Alltagsbewegungen einzubauen. Ja. 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 Und es gibt ja da auch diesen Ausdruck des Fidgeting. Das sind also Menschen, die können essen, was sie wollen, die nehmen nicht so, weil sie halt den ganzen Tag so zappelig sind. Also die würden jetzt nicht ruhig da sitzen, sondern die täten da mit den Knie herumzappeln, täten irgendwo mit den Finger herumwerken und diese ständigen Hintergrundbewegungen, die die machen, verbrauchen dann halt über die Stunden, die sie munter sind, auch sehr, sehr viel Energie. Also gibt es auch Studien, wenn man nur unterm Schreibtisch dauernd so mit den Beinen herumwippt, dass selbst das eine Auswirkung hat. Also das wirkt bei mir leider nicht, weil ich bin ein absoluter Zappelphilip. Also ich weiß nicht, wie ich ausschauen würde, wenn ich das nicht wäre. Aber da fürchte ich bei der Studie, da bin ich die Ausnahme, weil das Zappeln allein reicht bei mir nicht. Okay. Das, was ich mit diesem Bild andeuten möchte, wie das früher geheißen hat, die Darmflora, das wären ja dann sozusagen die Pflanzen im Darm. Natürlich haben wir da keine Pflanzen, das meinen wir nicht, sondern wir meinen die Bakterien und auch in gewisser Weise die Viren, die da drinnen sind, in unseren Gedärmen. Die machen auch sehr, sehr viel Gutes für uns und auch im Zusammenhang mit unserem Stoffwechsel und mit unserer Stoffwechselgesundheit. Und die sollten wir hegen und pflegen. Und da mag es also auch eine ganz gute Idee sein, darauf zu achten, dass dieses Mikrobiom, wie es heutzutage heißt, gut gepflegt wird mit ausreichend Ballaststoffen, also so 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag, das wäre so das Minimum, was man schauen sollte, dass man unbedingt reinkriegt. Und wie schafft man das? Natürlich, wenn man eine pflanzenbetonte Ernährung hat, dann hat man das ganz automatisch. Man kann das aber dann nur ein bisschen fördern über Leinsamen, Haferglay, Flohsamen, Chiasamen. Chiasamen, was auch immer. Und das ist also tatsächlich auch dann etwas für unseren Körper sehr Positives. Da gibt es ja diese Gut-Brain-Achse, also diese Verbindung zwischen Darm Richtung Gehirn. Und natürlich diese ganze Symptomatik, du hast es ja schon angesprochen, ist oft einmal dann eine große Umstellung unserer Gewohnheiten. Also wir haben pro Woche in etwa 21 Mahlzeiten und wenn man das dann noch hochrechnet auf unser ganzes Leben, dann ist das also etwas, was wir so in unsere Routine, in unsere Gewohnheiten rein haben. Und wenn es dann darum geht, diese Gewohnheiten zu ändern, das fordert Energie, das fordert psychische Energie. Und wenn man also dann über ein gutes Darmmikrobiom, auch unserem Gehirn etwas Gutes tun, dann erleichtert das natürlich die Veränderung. Und möchte mich also bei der Gelegenheit jetzt für die Aufmerksamkeit bedanken. Habe da jetzt noch dieses Bild gewählt, gemeinsam mit meiner Frau. Wir haben ja dieses Projekt Move to Prevent. Und das habe ich ja also hier auch noch in einer kleinen Werbeeinschaltung mitgebracht. Danke dir. Das war enorm wertvoll. Also für mich ist das alles nicht neu. Ich höre mir es trotzdem noch einmal gern an und ich kann nur berichten, was ich also überhaupt nicht bedacht hatte. Ich war also sehr stolz und dankbar, dass sich meine Werte verbessert haben, relativ rasch am Anfang. Es beginnt jetzt auch das Gewicht schon sich ein bisschen zu reduzieren, aber was vor allem mir jetzt auffällt, weil ich jetzt durch das Gespräch mit dir nochmal darauf hingewiesen werde, ist diese Müdigkeit, die ich nicht mehr habe. Und ich weiß nicht, ob da jetzt irgendeine Wirkung von etwas nachgelassen hat, aber ich nehme schon an, dass das wirklich damit zusammenhängt, dass ich bin weniger müde. Mein Hirn ist weniger unter Anführungszeichen verblödet.
Also ich bin, meine Hirnleistung hat sich verbessert, ja. Also ich bin da sehr streng mit mir, aber jetzt in der Reflexion merke ich, da hat sich nicht nur in den Werten viel getan, sondern auch in meiner Verfassung. Und ja, also ich kann nur dir nochmal Danke sagen dafür und ich kann nur allen, die dazugehört haben, die bis zum Schluss dabei geblieben sind, sagen, ich kann euch alle nur motivieren. Es zahlt sich aus. Es ist eine Umstellung. Also bei mir war die Umstellung relativ, war nicht leicht, aber sie war selbstverständlich, weil einfach, also Fettleberentzündung war ein Begriff, der ist richtig reingefahren. Aber ich habe es durchgehalten und ich halte es durch weiterhin und ich denke, ich werde bei der Ernährung bleiben, ja, weil es mir einfach gut tut. Und ich kann nur allen sagen, also Aufstieg hin, Aufstieg her, diese Müdigkeit muss nicht sein. Und ich bin enorm dankbar auch für deinen Vortrag jetzt. Danke, danke, aber auch für deine Motivation und ich hoffe, du kannst viele Menschen damit erreichen. Ja, also wenn ich so ein Testimonial habe, wie du das jetzt gerade abgeliefert hast, dann Ja. muss das ja funktionieren. Ja. Vielen Dank. Na, ist ehrlich, aber es ist interessant, dass wir oft erst dann hinschauen. Weil, wie gesagt, Müdigkeit und eben diese geistige Wachheit habe ich nicht am Schirm gehabt. Und die ist mir jetzt am Schirm gekommen, während wir eben gesprochen haben. Und ja, das ist sehr wohltuend und eigentlich auch motivierend für andere. Ja? Mein Lieber, ich danke dir für dieses Mal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wir haben noch einige sehr spannende Themen. Und ja, ich bin ein Fan von dir und vielleicht haben wir da neue Fans herangezüchtet. Würde mich freuen. Danke für die Einladung und natürlich freue ich mich über jede Person, die da in irgendeiner Form von dem, was wir da gemeinsam entwickeln, profitieren kann. Ja, und wenn du möchtest, gib Kommentare. Wir freuen uns. Wir freuen uns über konstruktive, wertschätzende Kommentare.